So, ja, Hallöchen Leute, da bin ich wieder mit einem nächsten Let's Play World of Tanks und ich muss mich hier gerade mal umschauen. Ich fahre mit meinem Indienpanzer auf Polargebiet und das haben sie ja auch irgendwie verändert. Weil, wie gesagt, das sind gerade nicht das zweite, die zweite Aufnahme halt seit langer Zeit, aber ich habe davor schon einige Gefechte gefahren, weil das Spiel ist halt so Problemkind Nummer 1 hier eigentlich. Aber die auch noch nicht und die haben sie eigentlich ganz schön überarbeitet. Also, mal sehen, was sonst noch passiert ist, außer da im Berg rein. Aber der ist auch schon gut. Jetzt hat man da hinten wenigstens ein bisschen Deckung und ja, da runterfahren bringt mit dem Indienpanzer nichts. Ne? Ich fahre jetzt hier mal andere Seite. Oder? Das geht aber noch, oder? Weil hier gerade so ein komisches Ding ist. Das ist aber. Da oben steht was. Ja, das geht schon noch runter. Los. Oh Mann, muss das da wegfahren. Ja, ich kann nicht mehr schießen. Okay, ich sehe es ein. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr, wie schnell hier so ein Schuss ist, wie lange der braucht, um irgendwo anzukommen. Warum ist das Ding da gerade verschwunden? Sagt nicht, meine Sichtweite ist nicht hoch genug. Ja, und wo steht denn der jetzt? In welchem Loch? Ja. Wo sind die? Da war doch nie so ein Ding. Da war mal ein Teich da unten. Da ist jetzt die Straße, okay. Auch gewöhnungsbedürftig. Aber was steht hier? Das ist mal wichtig. Nichts, wo ich wirklich hinfahren will. An die Su komme ich dran. Hier, die ist weg. Ja, was ich eigentlich noch sagen wollte, hier, wenn ich ganz genau hinhöre, entweder ich habe Tinnitus, wenn ich hier im Zoom-Modus bin, oder die haben hier neue Geräusche eingeführt, auch wenn man, kann ich gleich mal zeigen, indem ich da nicht drauf schieße. Ja, irgendwas zum Draufschießen. Mach ich mal einfach mal so rum. Jetzt hört ihr es, jetzt so nachladen und bla und blip und blub und so. Ist eigentlich ganz cool. Also wie gesagt, die Konkurrenz aus War Thunder tut den nicht unbedingt schlecht. Ne? Also das kann man nicht behaupten. Wow, hier hinfahren ist aber vielleicht auch nicht die beste Idee. So. Der ging nicht durch und natürlich kriege ich sofort ab. Ich fahre mal andersrum, so geht das nicht hier. Hier wird das nächste, das ist ein Sniper. Ein kleiner Babylöwe oder so. Der bringt da gar nichts, er fängt sich nur sonst was ein, aber macht sicher keinen großartigen Schaden. Lalala, muss wieder da hoch. Und ja, die Modelle haben es auch irgendwie überarbeitet. Ist aber schön. Ist schön geworden. Gut, jetzt kann ich von hier oben auch mal was ausrichten. Tija komme ich nicht ran, aber ist mir egal. Ich helfe mal unseren. Jetzt, wer es fängt jetzt wieder zu lecken an? Also irgendwie ab einem bestimmten Zeitraum fängt es an, massiv hier Probleme zu geben. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ah, da komme ich ran. Das Anvisieren ist aber gerade leicht langsam. War das immer so? Kann ich gar nicht mal mit deutscher Genauigkeit prahlen. Das gibt's doch nicht, Mann. Komm, lad nach. Lad nach. Und treff. Danke. So, hier komme ich daran. Nö. Da ist kein roter Balken, kein gar nichts. Dann fahre ich mal rum und helfe unseren Leuten hier bei denen, bevor hier noch was Schlimmes passiert. Alter, jetzt nehmt die nicht auseinander. Ich will nicht allein gegen die kämpfen. Das wird gefährlich. Alter, und jetzt diese Mini-Ruckler da. Pirschen. Hasse ich ja abgrundtief. Boah, der hat mich schon bemerkt. Was soll das?
Ja, und das Geile ist, hier kann mir jetzt keiner helfen. Gegen den. Ich weiß vor allem auch gerade nicht, wie lange der nachlädt oder so, und jetzt kriege ich gleich Besuch. Hihihi, hab geschossen. Los, macht mal den Jagdpanzer da oben weg und dann helft mir. Das kann ja sich nur um eine Suche handeln. Ja, lag. So. Alter, könnt ihr mal machen? Ja. Und den auch noch getroffen. Ja, jetzt bin ich im Arsch. Das lohnt sich gar nicht mehr, die Kette da zu reparieren. Oh, noch getroffen. Bin ich gut? Oder bin ich gut? Ja, das verlieren wir aber. Gegen Verlieren habe ich ja nichts. Wenn es bloß so irgendwie 1 zu 15 ist, ist mies. Und die haben jetzt ernsthaft nicht zu zweit die Su da platt bekommen. Ey, das. Das ist schlimm. So. Aktualisiere Garage mit einem Frame. Gut. Gut, was haben wir hier gemacht? Was haben wir im Persian kaputt geschossen? Eine Kette, wunderbar. Auch Kette. Hier, Geschütz, das ist schon besser. Nee, so. Jetzt ist sortiert von der Frage. 1, 2, 3, 4. Vierter, verbessert. Gleich mal. 2325 Schaden und 2 Kills ist eigentlich ganz in Ordnung. 370 Erfahrung? Ernsthaft? Ist das jetzt normal oder haben sie da auch irgendwas umgebastelt? 370 Erfahrung für so ein Gefecht? Da brauchst du ja ein halbes Jahr 10.000. Das war doch früher mal um die 1.000 rum, auch wenn du verloren hast. Kriegst du mit Premium? Nee, das war mal mehr, aber das war mal deutlich mehr. Ja, das war mal deutlich mehr irgendwie schon. Gut, auf jeden Fall, das war auch mal mehr irgendwie. Irgendwie, irgendwas ist da gerade schief. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall dann danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüssi.